und herzlich willkommen zur dritten Runde Kena. Wir haben da zuletzt den Bosskampf hinter uns gebracht und die Hütte des netten Eulenmenschen befreit. Wo wir jetzt hin wissen, ist mir noch nicht ganz klar. Aber das werden wir gleich feststellen. Es ist schön, wie hier wieder alles friedlich aussieht. Okay, wir müssen einen vergessenen Wald. Und gehen wir einfach mal nach links. Ah ja, der Lift ist ja richtig cool. Ja, die Bildsuit-Crew ist wieder unterwegs. Und von der Ferne erinnert mich das Symbol immer ein bisschen an Mickey Mouse. Auch wenn es nur Kristalle darstellen soll. Ich weiß noch nicht so ganz, was es... Ah, okay, da gibt es diese Punkte dafür. Dann hat sich das geklärt, weshalb man die Steine oder die Figuren wieder aufstellt. Dann schauen wir uns da mal ein bisschen gründlicher um. Da wird es wohl noch mehr Safas zum Looten geben. Vielleicht finden wir irgendwo noch so ein nettes Geisterwesen. Oder was zum Essen für unsere netten Geisterwesen. Mahlzeit, Jungs. Mal wohl nicht drüber, oder? Nee. Das ist wohl ein Stückchen zu weit. Gut, dann gehen wir nach links. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Schnellreisestand vorhin schon freigeschalten habe. Wahrscheinlich schon. Naja, ganz umsonst war es ja nicht. Wir haben ja ein bisschen Erfahrungspunkte oder was auch immer das waren, sammeln können. Und was ist das? Eigentlich ist das ein ganz schön verfressener Haufen, muss ich sagen. Alles, was vom Baum fällt, landet in deren Magen. Der klingt auch ziemlich cool. Bogenspanz. Die Stärke des Schildes wird erhöht. Ich glaube, ich mag fast da rein investieren, damit das Schild erhöht wird. Das mit dem Sprungangriff, das nehme ich lieber nicht. Ich bin es gewöhnt, dass ich durch die Sprungangriffe sehr häufig stirb.
Nö, nehmen wir lieber das. Nachtemperieren. Wenn wir dann noch ein bisschen geübter mit dem Parieren sind, wird sich das schon irgendwie rentieren. Und wenn nicht, dann haben wir es probiert. Ah, an die Stelle erinnere ich mich. Da hat mich schon mal gestorben. Schön. Okay, in der richtigen Reihenfolge wohl anzuschießen. Ganz ohne Gandalf, ganz ohne Stab, ganz ohne elbische Sprüche. Ja, Gabba Gandalf, genau. Gabba Gandalf war aus Lord of the Weed, oder? Das ist viele Jahre her. Ja, in so Situationen fühlt man sich dann tatsächlich ein bisschen alt. Aber was soll's? Spätestens in 5 Minuten fühle ich mich wieder jung genug. Aha, okay, das sind die Waldschreine. Da müssen wir wohl hin. Mir scheint die Map eigentlich recht groß zu sein, das überrascht mich ein bisschen. Wo gehen wir denn am besten lang? Da werden wir jetzt ein bisschen an meiner fabelhaften Orientierung zu knabbern haben. Aber die Pilzhüter werden mich schon führen. Oh, Mist. Och, Mensch. Was fliegt denn da für hässliches Zeug daher? Na, was sind zwischen die? Und dann haben wir einen hübschen Kumpel. Oh, der kümmert sich um uns. Oh, das machen wir dann wieder nochmal. Und dann hoffen wir, dass keine Gegner mehr spawnen. Musik ist nicht so friedlich, wie ich das gern hätte. Ach Mensch. Ah, mit dem Bogen ist es tatsächlich ziemlich praktisch. Bin ich jetzt in einem Kampf oder nicht mehr? Natürlich, da komme ich sicher nicht raus. Oh mein Gott. Okay.
Okay, da haben wir ein wenig versorgt. Egal. Jetzt wissen wir, dass hier unten was zum Heilen ist. Wow. Treffen wir auch angebracht. Und vielleicht mit den Gegnern die nächsten Gegner pullen. Oh, das ist super. Ja, die böse Musik, die ist. Woran schuld? An meinem Versagen? Hm, das kann sein. So, normal. Ich bin das diesmal angestellt, dass ich da alle Gegner zusammengepult habe. Davor ist es so gut gegangen. Ah, das ist die Suppe des Todes, da springen wir nicht rein. Dann rauf hier. Na, sehr schön. Dann ziehen wir den auch los. Dann ist da noch der nette Herr mit den Kamehamehas. Und fertig. Ach, hier oben wäre auch noch was zum Heilen gewesen. Das hätte es eventuell ein bisschen angenehmer gestaltet. Jetzt? Hallo? Ah ja. Na gut. War das jetzt einer der Schweine? Scheint so. Ach ja. Das sind so Eulenkumpel. Immer wieder für gute Weisheit zu haben, daher. Was haben wir da? Ist das ein Meditationspunkt? Ach, okay. Müssen wir vielleicht ein bisschen schneller sein. Oh cool, und die Belohnung war ein neuer Begleiter. Keine Angst, Kumpel, für die gibt es dann auch bald einen neuen Hut.
Nee. Oh. Da hätte man wohl nicht runterhüpfen sollen. Warum ist... Ah, okay. Von hier ist die Blume wieder geöffnet. Oh, das ist ja eine nette Maske. Maske der Geschwister, neuer Rotwood. Super, dann müssen wir jetzt wohl bald mal zu einem Shop gehen. Na, vielleicht. Vielleicht jetzt gleich. Ich kann das nicht zulassen, dass die Bildsuit Crew ohne Hüte unterwegs ist. Müsste dadurch und rechts um die Ecke sein. So weit kriegen wir das hoffentlich nur hin mit der Orientierung. Oh je, rechts um die Ecke ist schwierig. Okay, weiter rechts. Klopfe ich mir mal schnell auf die Schulter, dass ich da hergefunden habe. Oh wow. Schnäppchen sind das nicht, ne? Oh wow. Kann man da gar keine zweite Maske leisten. Tja, mehr Pilze für die Pilze. Hauptsache sie tragen Pilzhüte. Wie teuer sie sind, ist doch irrelevant. Wäre jetzt immer noch nicht aufgefallen, dass die Hüte irgendeine Funktion hätten. Aber es gibt ganz schön viele, das ist ganz, die sind teilweise ganz schön teuer. Es ist ein sehr aufwendiges Feature, finde ich, für Cosmetics. Naja, wie dem auch sei, jetzt sind wir wieder da. Und suchen die Schreine. Einer dürfte da vorne sein. Natürlich kommen wir da nicht drauf. Gehen wir runter baden. Hier waren wir schon. Hier zwar nicht, aber ist hübsch. Was machen wir mit den Steinchen hier? Ach, okay, hier sind die Bodenflächen. Nur denn, Objekt bewegen. Das zweite Steinchen platzieren wir dann hier. Vermute mal. Und das war wohl... nur begrenzt richtig.
Sind das unterschiedliche Steine? Nee. Ah, der war nur zum Fallen lassen. Was übersehen wir hier? Naja. Drehen wir mal eine kleine Runde. Vielleicht entdecken wir noch was oder haben währenddessen einen Geistesblitz. Hier unten. Taros Liebe. Okay, vermute mal, da geht's dann nach den Schreinen weiter. Okay, Eule, Eule, Eule. Okay, hier ist der Schrein. Da wollen wir noch nicht hin. Ich wollte das mitnehmen, ich brauche das zum Aufstellen. Eine Eulenfigur, wo muss die Eulenfigur hin? Okay, naja. Nö, hier gehört den Teil. Aber wohl hier. Wollten die Jungs die Figur jetzt nicht mehr nachtragen? Bitte mitnehmen. Dann machen wir das eben so. So, dann haben wir die erste Eulenfigur platziert. Oder wir haben sie umgeworfen. Jungs, wenn es euch lang so anstellt, gibt es keine neuen Hüte für euch. So, dann sind wir gleich mal beim nächsten Schrein. Oh, hier ist die Kiste bei der Gegner spawnen. Wow, das läuft ja mit Zeit. Ach, das ging sich knapp nicht aus. Schade. Da schauen wir vielleicht später nochmal vorbei. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Quest.
klein. Was bedeutet, dass man die Schreine wieder aufbauen? So, 3 Flammen sind aktiviert. 4. Als Belohnung gibt es ein paar hässliche Motten. Und das war's. Spielt da die Reihenfolge eine Rolle? Ich habe bis nur jetzt keinen Anhaltspunkt erschlossen, in welcher Reihenfolge dies zu machen wäre. Gibt es hier irgendwo einen Hinweis darauf? There are several worn fishing baskets here. Simple design, but effective. Okay. Ach, die Maske, die habe ich schon wieder vergessen. Was sagt uns die Maske? Gut, das war eine etwas nicht ganz so spannende Erinnerung, aber okay. Hier sind Symbole. Was bedeuten diese? Wir stellen uns nochmal daher und sehen uns um. Bedeutet das? Ach, das ist gar nicht hier. Das ist diese Blume. Klettern wir mal darauf. Vielleicht gibt es hier. Vielleicht gibt es hier eine Sackgasse. Oder was sehen wir hier schon wieder? Das übersehen wir. Nee, da wollen wir nicht runter. Gut überlegt, direkt dagegen entschieden.
Zwischenmahlzeit nach der Anstrengung. Und jetzt geht's hier rüber. Hoppa. Ganz schön modern mit Lift. So, das schaut wieder mal nach ein paar Gegner aus. Ey, nach einem hässlichen Gegner. Na toll. Autsch. Das hat mir jetzt ein wenig überfordert. Zum Glück ist es nicht allzu weit zu klettern. Oh, bleib sitzen, Gegner. Hallo? Hallo, Gegner. Oh, böse und hässlich. Autsch. Ach, noch mehr. Oh wow. Das ist ein Affe. Ach Mensch. Doch ein bisschen schwieriger alles zusammen als anfangs vermutet. Gleich neu starten.
Vielleicht super, wie ich zu langsam für die blöden Fliegeviecher bin. Und wir einfach permanent welche spawnen. Ups. Runterspringen war dumme Idee. So, dann hast du jetzt mal ganz kurz ein wenig Konzentration an den Tag legen. Autsch. Das war ein wenig daneben gezielt, aber abgesehen davon schaut sie gar nicht so schlecht aus diesmal. Hat er gesagt. Hoffentlich war es das dann nach den dreien. Na, immerhin. Ein paar Mal doof anstellen, einmal ein bisschen konzentrieren, dann funktioniert das schon. Danke, Kumpel, du warst auch eine große Hilfe. Cool. Was war das nochmal? Mist, ich kann mich nicht mehr erinnern, wofür das gut war. Nein, kein Fotomodus. Was mache ich mit dem Symbol? Schauen wir es mal hier rein. Ich kann mir echt nicht mehr entsinnen, was es mit den Flächen auf sich hatte. Na gut. Ah, okay. Zumindest einen Lift haben wir gefunden. Mit einer Kiste.
Und sonst nicht viel. Ach, jetzt gibt's vor allem überall Fallschaden. Na toll. Ihr wollt doch eigentlich nur runtergehen. Was gibt's hier oben noch? Na, da hätten wir noch beinahe einen weiteren Begleiter vergessen. Gut, und wie kommen wir jetzt runter, ohne zu sterben? Fahren wir nochmal eine Runde mit dem Lift. Haben wir jetzt daneben geschossen? Nee, nee. Diesmal nicht. Okay. So, dann sind wir wieder hier. Haben sogar vorhin eine Kiste auslassen. Hier können wir nicht runterhüpfen. Und das wollen wir wohl überleben. Wunderbar. Hier erschließt sich mir allerdings leider immer noch keine Reihenfolge. War zu langsam. Könnte das... das ärgert mich. Ich verstehe es nämlich wirklich nicht. Dann schauen wir nochmal zum vorletzten Schrein. Ach, den haben wir ganz am Anfang bereits gesehen. Das ist der andere, den ich nicht verstanden habe. Optimal. Hoppa. Was gibt's hier oben zum Sehen? Okay, ich hätte jetzt gemeint, das ist ein zerstörbares Objekt, aber...
Was ist übrigens immer noch schwerer. Ach okay, die richtige Taste drücken wäre natürlich auch vorteilhaft. Ja, reparieren. Funktioniert dann, wenn man die richtige Taste findet. Peinlich. Ups, falsche Taste. Also heute habe ich es damit, die Tasten. Okay, das geht dann doch nicht so auf. Na gut, lieber Wurm. Hier rüber. Okay. Ein Stein. Und was machen wir mit dem Stein? Das ist eine gute Frage. Den Stein backen wir jetzt hier. Nutzen die Gelegenheit, um uns zu überlegen, wie es hier wohl wirklich weitergeht, und werden dann nächstes Mal diese kleinen Rätsel recht schnell lösen. Für heute war es das an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal dann.